glaube ich, sind wir da konsistenter, dass wieder die vor 8 Minuten Phase. Ja, mein Name ist Wasser, ich arbeite für Alcatel Lucent und relativ großer Telekommunikationsausrüster. Wir haben 70.000 Mitarbeiter in 130 Ländern und das ist wichtig für das Thema. Ich spreche über eine Social Collaboration Plattform, die wir vor 3 Jahren im Unternehmen eingeführt haben. Und bei uns ist sie erfolgreich eingeführt worden. Ich möchte 10 Regeln Ihnen geben, was wir dabei gelernt haben, die man beachten sollte, um sie erfolgreich einzuführen, weil laut Gartner 80% der Einführungen fehlschlagen. Möchte man also unter den 20% sein, das ist unsere Experience, Zeit läuft. Okay, die allerwichtigste Regel in meinen Augen ist, dass der Chef die ganze Sache unterstützen muss. Also der, der den Karren zieht da vorne, wenn der nicht überzeugt ist und bockt, dann wird keiner im Unternehmen das Thema voranbringen. Am wenigsten wird dieser Mann mit Hut Ihr Freund sein, das ist der typische Mittelmanager, weil er durch eine Collaboration-Plattform, also wo hinter jeder Mitarbeiter mit jedem kommunizieren kann, Kontrolle verliert und damit Macht verliert. Wir hatten das Glück gehabt, dass wir eine Fusion durchgeführt haben und danach ein neuer CEO an Bord kam und der war einfach von dieser Sache überzeugt und hat es entschieden. Ja, wenn man irgendwo hinfliegt, dann fliegt man ja selten nur um des Fliegens willen, sondern um den Ort zu erreichen, um den es geht. Und so ist es nun auch bei einer Collaboration-Plattform, die Zusammenarbeit oder die Kommunikation der Mitarbeiter zu fördern, ist kein originäres Geschäftsziel. Das Geschäftsziel ist, von mir aus ein Produkt oder ein Service zu verkaufen. Deswegen muss man sich überlegen, wie kann ich denn mit der Plattform indirekt dieses Geschäftsziel unterstützen und dementsprechend dann auch meine Ziele setzen, an denen ich mich hinterher messen möchte. Bei uns war eigentlich das Ziel, speziell die Transformation durchzuführen, die wir in unserer Kultur durchführen mussten, nachdem 2 relativ unterschiedliche Unternehmen zusammengeführt sind. Und das bringt mich zu Punkt 3. Zu dem Zeitpunkt waren wir eher eine relativ schwerfällige Raupe, die sich schwer bewegen konnte und weniger ein fliegender Schmetterling, der über alle Hierarchien hinweg miteinander kommuniziert. Jeder, der etwas einführt, sollte also erstmal schauen, wo bin ich denn mit meinem Unternehmen, dort, in der Mitte oder da. Weil nur ein Tool einzuführen und den Kulturschnitt nicht, wird auch zum Scheitern führen. Der nächste Punkt in der praktischen Umsetzung ist, dass man so ein Projekt nicht einer einzigen Abteilung geben sollte. Man sollte einen guten Projektleiter haben, der aber dann Leute aus den unterschiedlichsten Abteilungen mit reinbringt. Der schlimmste Fall meiner Meinung nach ist, man gibt es an IT. Und man wird danach definitiv eine gute Plattform haben, die auch funktioniert, aber es wird sie kaum einer benutzen. Das Gleiche wäre, wenn man es nur der Personalabteilung oder Marketingabteilung gibt. Kurz dazu, ich bin Leiter von E-Marketing Europa und Middle East Afrika, also in diesem Bereich war ich Adrian Wolf involviert in der Sache. Ja, und wir sind in Deutschland, da darf man also auf gar keinen Fall den Betriebsrat vergessen, weil wenn man das tut, dann wird man kurz, bevor man die Plattform launcht, feststellen, dass die alle stoppen werden. Ja. Nummer 5 ist, wir haben gesehen den Top-Down-Approach. Am Anfang der Chef sagt, wir machen das, aber gleichzeitig muss man auch den Bottom-Up-Approach machen, das heißt den Mitarbeiter schon weit vor der Einführung, bevor es gelauncht wird, mit an Bord nehmen. Das bedeutet, eine ganz simple Umfrage zu machen, was erwartet ihr euch eigentlich von so einer Plattform? Wo denkt ihr, könntet ihr euch überhaupt nutzen? Auch damit sie einfach mental mitgenommen werden, wenn es denn soweit ist. Diese Mitarbeiterbefragung ist ein wichtiger Aspekt, um auch das richtige Tool auszusuchen. Das ist, geht hier nicht nur um ein Tool, aber letztlich braucht man auch, eins ist es ein Baustein der ganzen Sache, das Richtige auszuwählen. Wir haben also die Sachen, die sozialen Faktoren, die benötigt werden, aber man hat auch ganz simple Sachen wie Kosten, Time to Market, technische Aspekte, will ich es in meiner Firma hosten oder extern, all diese Dinge zusammen werden am Ende dann entscheiden, welches ist wohl das richtige Tool. Meiner Meinung nach auch, das wäre vielleicht auch ein Aspekt, wo man vielleicht manchmal externe Hilfe braucht, wenn nicht jeder innerhalb der Firma da eine Übersicht zu hat. Ja, der nächste Schritt wäre eigentlich, bevor man startet, dass man mit den Early Adapters anfängt. Das sind die Leute, die man nicht überzeugen muss über den Sinn und Zweck der ganzen Sache, sondern die legen direkt los.
die reißen andere mit und die füllen die Plattform auch direkt mit Kommunikation und mit Content. Und diese Leute werden auch immer bei der Stange bleiben. Also bis zuletzt sind das eigentlich die Hauptkontributoren. Das sieht so bei uns aus, jeder dieser Punkte, das ist ein Blick auf unser Intranet, jeder dieser Punkte ist eine Person. Die Größe der Person stellt die Aktivität der Person dar, nebenbei des CEOs der Lilander. Das zeigt also, der Esel zieht hier die anderen mit. Und um dahin zu kommen, muss man auch dann schnell die kritische Masse erreichen, die ich für 10-20% der Mitarbeiter ansehen würde. Und wenn so viele Leute sich beteiligen, dann würde ich sagen, ab dann fliegt es. Wenn man nicht in diesen Bereich kommt, dann wird die Sache wahrscheinlich für später einschlafen. Man fragt sich ja, warum sollen die Leute überhaupt etwas teilen? Was ist deren Motivation, gerade in Kulturkreisen, wo Wissen manchmal Herrschaftswissen ist? Unserer Meinung nach ist das im Prinzip nur Maßstab Bedürfnisgesetz. Es geht hier um Anerkennung. Wir mögen, wenn sie bewundert werden, dass sie zu irgendeinem Thema viel wissen und als Experte erscheinen. Es geht hier weniger um irgendwelche finanziellen Incentives oder sonst was. Unserer Meinung nach nur, dass die Leute wirklich die Aufmerksamkeit gerne haben möchten. Und man muss in diesem Tool eben dann dafür sorgen, dass man genau diesen Ansatz unterstützt, sei es durch einen Gamification-Ansatz, dass man Punkte bekommt, wir haben es eben ähnlich gesehen bei dem Use Case von der Deutschen Telekom, sodass man Punkte sammelt. Und hier ist es genauso, man bekommt verschiedene Sternchen und kann dann zeigen, ich bin der Experte in dem und dem Bereich. Ja, und zuletzt sollte man dann die normalen Dinge immer mal wieder messen und verbessern. Heißt bei uns, wir haben also dann nach einem Jahr eine qualitative Analyse gemacht. Wir haben die Mitarbeiter gefragt, was klappt nicht. Kamen überraschende Ergebnisse raus, was nicht gut geklappt hat, weil die meisten haben ihre Voreinstellungen falsch gemacht, sodass sie jede Menge E-Mails bekamen. Das heißt, in jeder Gruppe, in der sie waren und was gepostet wurde, haben sie eine E-Mail zu bekommen. Zweck war ja eigentlich, die E-Mail-Flut zu reduzieren. Aber das hatte sich dann, nachdem wir wussten, dass es darum geht, konnten wir das dann abstellen. Und quantitativ, wir haben eben ein Netzwerkdiagramm gesehen, Big Data Visualization, da sieht man dann auch ganz simpel, welche Abteilung ist denn aktiv, welche nicht. Hapert's, das sind dann keine Annahmen, das sind echte Fakten. Man kann alles Mögliche messen, man kann die Reaktionszeiten messen, ob die auf eine Frage, bis die Antwort gekommen ist, eingeht. Man kann den Small-World-Effekt messen, das heißt, wie eng ist wirklich eine Person innerhalb der Firma mit den anderen verknüpft. Und im Grunde ist das, was dann die Sache von der Theorie in die Praxis umsetzt, wenn man die Sachen dann richtig misst. Ja, jetzt hätte ich 20 Sekunden übrig, aber ich bedanke mich jetzt schon.